lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute sprechen wir über das 10. Zeitalter, das heißt Pyrdakor und die Macht der Echsen. Aber das Zeitalter ist jetzt umfangreicher und wir sprechen heute in der Zeit 10.200 bis 9.000 vor Bosporas Fall. Und mit wem spreche ich heute? Heute spreche ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo. Und den Raphael. Hallo Raphael. Hallo, auch von mir. Und bevor es losgeht, es ist ja bald ein neues Regional, eine neue Regionalflöte und ein neues Regionalband in der Mache. Es kommt ja in ein paar Monaten das Wüstenreich Kom. David, du bist ja da der Rüstungs- und Waffenexperte. Kannst du uns schon ein bisschen so ein kleines Sneak Preview geben, was du da gemacht hast, wie es ausschaut? Ja, kann ich gerne machen. Also es wird wieder Waffen geben. Es gibt wieder eine Rüstkammer zu dieser Region, wie zu jeder DSA-Region, die bereits eine Regionalspielhilfe bekommen hat nach der 5. Edition. Und da wird es spannende Waffen und Rüstungen drin geben und auch noch einige spannende Dinge mehr. Unter anderem mit dem Fokus auf Karawanen und auch den Dingen, die solche Karawanen durch die Wüste bringen. Und ja, ich glaube, das ist es ist die Wüste Kom, also das Kalifat, das Gebiet des Kalifats und auch das Gebiet Talusa, also das, wo der schwarze Sultan herrscht, der Dolgoruk. Und das sind zwei Gebiete, die dicht beieinander liegen, auch viele Verknüpfungen haben, aber gleichzeitig auch sehr unterschiedlich sind, was so die Kultur angeht und bestimmte politische und religiöse Traditionen. Ich bin nur einer von vielen Autoren und Autorinnen, die da mitgeschrieben haben. Und von daher ist mein Blick natürlich auch auf bestimmte Facetten beschränkt. Aber ich glaube, das ist eine sehr vielseitige Regionalspielhilfe, die eine Menge neuer Abenteuermöglichkeiten bietet. Jetzt, die vielleicht nochmal ein Stück weit anders sind, als im Mittelreich unterwegs zu sein oder auch in Torval oder auf den Waldinseln. Weil so eine Wüste einfach als Abenteuerschauplatz, die wirkt erstmal ziemlich kahl, bietet aber auch einige spannende Möglichkeiten, die man anderswo nicht hat, weil eben nicht in nächster Nähe gleich wieder ein Dorf oder eine Stadt ist, wo die Helden sich neu ausrüsten können oder wo sie Informationen einholen können. Das ist eine Art von Herausforderung. Ich habe selbst schon zwei Testabenteuer mal gespielt in der Region, auch um so ein bisschen reinzufühlen und habe festgestellt, dass es auch beim Denken und Planen, wenn man sich Plots überlegt und Abenteuer ausdenkt, nochmal eine andere Herausforderung. Von daher freue ich mich sehr, wenn Ende März dann die ganze Regionalflöte mit allen Erweiterungen erscheint. Ja, da sind wir mal gespannt. Raphael, du hast schon gesagt, du bist im Moment DSA arbeitslos und hier der Aufruf an die DSA-Redaktion, das kann so nicht sein. Versorgt ihn, nehmt seine Pitches an. Aber du machst gerade etwas für Skriptorium. Was machst du denn gerade? Also erstmal danke für die Werbung. Ich mache für Skriptorium tatsächlich eine Fortsetzung meines nicht ganz ernst gemeinten Abenteuerbandes Charyptorex und habe da auch schon Bilder beauftragt, die ich jetzt demnächst erwarte und freue mich also auch mit neuen Bildern, neuem Abenteuer Richtung Frühjahr etwas wieder ins Skriptorium zu bringen. Und Kompliment an David an der Stelle. Ich hatte mir eigentlich bis gerade eben vorgenommen, von der Kom-Wüste nur die Kernprodukte, also Band, Landkartenset und Abenteuer zu kaufen. Aber jetzt habe ich die Rüstkammer gerade, wenn du mich mit Karawanen lockst, auf meine Zusatzliste gesetzt. Also sollte Markus das hören, eine Upselling durch Autoren funktioniert auch im Podcast. Ich bin dabei. Das hört sich doch schon mal gut an. Gut, wo wir ja im Wüstenreich sind, sind wir bei der Ptolemiden. Und wisst ihr, wann die ersten Menschen, die zu den Ptolemiden landen, kamen, in welchem Zeitalter es passiert ist? Jetzt ein bisschen, ich glaube, ich weiß, worauf du hin möchtest, aber das ist natürlich ein Punkt, der so ein bisschen unklar ist, ne? Weil wir hatten ja immer wieder in den vorherigen Zeitaltern dann auch mal, war von Menschen die Rede. Und das ist ja so ein Punkt, der, das hatten wir, glaube ich, auch vor
gefühlt 2-3 Sitzungen mal gehabt, wo es nicht so ganz eindeutig ist, ne? Welche Menschen lebten denn schon wo, an welcher Stelle? Aber die richtigen, in dem Sinne vielleicht, ne, die Sumurra, die sind natürlich erst so im 10. Zeitalter passenderweise aufgetaucht. Aber wie gesagt, ne, jetzt nicht, dass einer denkt, die haben ja keine Ahnung, die noch vor 2-3 Zeitaltern noch was von Menschen erzählt. Da gab es immer mal wieder schon Menschen und so ganz eindeutig ist, glaube ich, kann man sagen, da wird die Regelung gar nicht getroffen, ne? Genau. Genau, eigentlich wollte ich nur sagen, dass und zwar im 10. Zeitalter und das machen wir jetzt. Das war eigentlich die Überleitung. Ja, hab ich ja verpeilt. Ne? Ich dachte, du wolltest anders überleiten, weil der Punkt lag ja auch so ein bisschen drauf. Ne? Wenn man sagt, im 10. Zeitalter, da sieht die Welt ja schon fast so aus, wie sie heute aussieht. Mhm. Nur eine Wüste Kom haben wir nicht. Das stimmt. Man muss sagen, hier in diesem Zeitalter, das wird nicht mehr von Calvin erzählt, sondern von verschiedenen historischen Personen, die dort die Ereignisse, wie sie sie meinen, passiert sind, zusammenfassen. Man weiß nicht immer genau, wer es ist, aber es ist jetzt nicht mehr, ich sag jetzt mal, so die neutrale Person, die das erzählt, sondern es sind immer wieder verschiedene Leute. Wir wissen auch nicht genau, wer was erzählt hat, aber es ist immer so jetzt ein bisschen mehr gefärbt von der Sicht der, wenn es ein Mensch ist oder wenn es ein Ork ist, immer aus die Sicht der Orks, die Sicht der Menschen ist da immer so ein bisschen drin, also ist jetzt nicht mehr so neutral. Aber wir schauen mal, wie es passiert. Mhm. Und gleichzeitig beginnt jetzt auch diese zeitliche Einordnung wichtiger zu werden. Vorher hat das immer so was bisschen mystisch, märchenhaftes, es war einmal vor langer Zeit und jetzt ab dem 10. Zeitalter können wir tatsächlich auch mit Jahresangaben arbeiten. Das sind immer noch sehr grobe Jahresangaben, also ungefähr vor 10.000 Jahren, ungefähr 9.000 Jahre vor Bosbarans Fall. Aber es macht doch ein bisschen leichter auch einfach Abfolgen zu erklären oder auch Zusammenhänge und sich auch nochmal deutlich zu machen, was vorher so ein bisschen verschwimmt, teilweise bei den früheren Zeitaltern, wie lange Zeiträume eigentlich so ein Zeitalter umfasst und wie viel da auch passieren kann, wie viele Generationsfolgen das beinhaltet und wie es sich auch erklären lässt, dass so viel Wissen einfach auch wieder verloren geht, weil sämtliche Menschen, Echsen, Lebewesen, die sich daran erinnern können, einfach schon so lange wieder gestorben sind, dass zentrale kulturelle Techniken auch wieder verloren gehen, dann wieder neu entwickelt werden oder eben andere Völker, die wieder neu entwickeln aus den Aufzeichnungen anderer Völker oder komplett neu entwickeln, weil sie eben in Vergessenheit geraten sind. Mhm. Ja, und wie Raphael schon sagte, das sieht schon ähnlich aus. Also hier heißt es, der auffälligste Unterschied ist der üppige Dschungel südlich des Rashtul-Walds, der bis an ein großes Meeresbecken heranreicht. Des Weiteren ist Maraskan im Moment mit einer Landbrücke zum Festland verbunden und die Zahl der Zyklopeninseln ist deutlich höher. Und auch im Südmeer haben wir weitere Inseln, unter anderem natürlich Pyrdakors Insel und das Archipel von Atal. Was das auch immer sein wird, da werden wir sicherlich noch darauf kommen. Genau, und ein spannendes Zeitalter, ne? Und diese Landbrücke, die du erwähnst, ist nicht ganz unwichtig, weil da nämlich sich, also diese Landbrücke zwischen dem Festland und Maraskan ist nicht ganz unwichtig, weil sich da nämlich auch ein Gebirgszug befindet mit dem Berg Calvins Thron, nämlich dem Ort, wo auch Calvin als unsterbliches Wesen selbst lebt und herrscht. Und wo sich eben auch die ersten von ihr beschützten und geförderten Menschenvölker. Mhm. Ja gut, aber da kommen wir ja dazu, da wir jetzt ja Daten haben oder zumindest grobe Jahre. Im Moment ist es so, dass es die verschiedenen Völker gibt, es die Jahara, Achas, Marus, Shind, Levitans, Geshin. Im Nordwesten gibt es zahlreiche Orkstämme, im Nordosten teilen sich Goblins mit Trollen, es gibt auch größere Ogerpopulationen und dazu gibt es auch noch so Zyklopen, Zentauren, Samariter, Menschen hier, verschiedene Schrate und natürlich gibt es auch noch eine größere Population von Drachen und Riesen und die meistens oft alleine leben oder höchstens in so Kleinfamilien über den Kontinent verstreut sind. Ich würde jetzt aber erst einmal sagen, wir kommen zu den unterschiedlichen Echsenrassen. Wer von euch könnte denn sagen, wie die so ein bisschen zu unterscheiden sind? Du meinst abseits von ihren Namen, die teilweise rechte Zungenbrecher sind? Genau, deswegen habe ich gehofft, dass es einer von euch macht. Also,
Es sind, man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Autoren früherer Zeit haben so ein bisschen geguckt, was gibt es denn im Tierreich für Reptilien und Echsen und haben dann sich zu jedem Tier eine passende Echsenrasse überlegt. Es gibt zunächst die Ahas, das sind die sogenannten Echsenmenschen, die ja auch in der aventurischen Gegenwart noch weit verbreitet sind und so ein bisschen auch, glaube ich, zu den bekanntesten Echsenmenschenarten gehören, Echsenwesenarten gehören. Und die werden als Varan-ähnlich beschrieben. Also das hängt auch immer ein bisschen vom Illustrator, von der Illustratorin ab, die sie darstellt. Aber häufig sind das eben wirklich aufrechtgehende Wesen mit zwei Armen und zwei Beinen, die vor allem sich durch Schwanz und Kopf eben von einem menschenähnlichen Wesen unterscheiden. Und die sind auch zur damaligen Zeit so ein bisschen, ja, das gemeine Volk, sage ich mal. Das heißt, das sind einfache Handwerker, Diener. Das ist quasi die sehr zahlreiche, aber auch durch nichts im Besonderen hervorstechende Echsenrasse. Gewissermaßen ein Dienervolk für die mächtigeren und zum Teil auch einfach physisch größeren Echsenvölker. Es gibt dann die Marus. Die werden als krokodilköpfig beschrieben, sind also auch von den Gliedmaßen her menschenähnlich, Arme, zwei Beine und eben ein Krokodils- oder Alligatorkopf mit vielen Zähnen. Und die sind, wie die Gestalt schon vermuten lässt, sehr kämpferisch, auch haben ihren eigenen Ehrenkodex, sind kriegerisch auf Eroberung aus und dienen als Soldaten oder eben als die Elite-Soldaten der exischen Herrscher. Wir haben ich sage es Sekretschim, aber Raphael, ich lasse gerne mit mir reden, wie du sie aussprichst. Ich nutze gerne die Vereinfachung Skrechim, aber ich gebe dir recht, genau, wenn man die etwas kompliziertere Variante nimmt, dann ist das eine sehr gut, dass ich das mal gehört habe von dir, das muss ich mir überlegen. Ja. Jedenfalls, also egal wie sie ausgesprochen werden, sie sind schlangenleibig und sie sind der Magie sehr kundig und gehören daher so eher zur oberen Herrscherschicht unter den Echsenvölkern. Ebenso wie auch die Leviathanim, die Leviathaner, die der Kopfform und dem Maul nach Kröten ähneln, aber sehr groß sind. Also 3-4 Schritt Körpergröße haben, also nochmal deutlich größer sind als Menschen und auch entsprechend massig und schwer. Dann haben wir noch die Shinter oder Shinter. Shinter würde ich es nennen, ja, genau. Kobra-köpfig, also so ein bisschen schlangenartig, die auch als Zauberer und Priester eine wichtige Rolle spielen in der Echsengesellschaft. Und die Charara, die 13 Hörner tragen, so ein bisschen wie ein Triceratops, stelle ich mir das vor, nur mit entsprechend mehr Hörnern auf der Stirn. Und die auch als besonders gelehrt und zauberkundig gelten. Nicht so zahlenstark, aber trotzdem einflussreich unter den Echsen. Es gibt dann noch zwei Völker, die so ein bisschen ab sind, weil sie eher in abgelegenen Regionen leben. Das sind die Krisra. Das sind geflügelte Echsenwesen, die, würde ich sagen, jetzt nicht also als kulturschaffende Wesen nicht so eine zentrale Rolle spielen. Und es gibt die Shingwa, Chamäleon ähnlich, die ja im Güldenland, in Myranor auch zur Zeit der aventurischen Gegenwart immer noch existieren und dort eigene Gebiete auch besiedeln, die aber auch nicht so machtstrebend sind oder dominant. Das Interessante dabei ist, glaube ich, auch, ich war jetzt gerade mal so ein bisschen beeindruckt, dass David die alle kennt, aber zumindest bei den Charara vermute ich mal, dass du ja auch in der letzten Kampagne, der da mitgeschrieben hat, so ein bisschen Kontakt hat, ist am Ende sehr gut. Also klar ist irgendwie Achatz und Marus, denen begegnet man heute auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sage ich mal. Diese Krechim oder wie hast du sie genannt? Sekretschim. Sekretschim, sehr schön, ja. Da kann man auch mal heutzutage ein einzelnes Exemplar eher als in der Hinterhand oder als Antagonisten sehen. Die restlichen sind ja tatsächlich etwas, die man auf alten Schriften wiederfindet oder so weiter. Also Achatz und Maru, die eigentlich die niedrigste Kaste, würde ich mal so sagen, waren in dem Sinne, haben es aber wenigstens überdauert und denen dürfen wir heute noch in anderer Rolle wieder begegnen, während die anderen tatsächlich eher immer Relikte einer großen Echsenvergangenheit sind. Ja. Gut, jetzt wisst ihr natürlich über alle Echsenarten, die wir in diesem Zeitalter besprechen werden, Bescheid, wie sie aussehen. Und
Wir kommen dann mal zum Anfang, zum Jahre 10.200, beziehungsweise 10.300. Ist auch interessant. Es geht, das erste Ereignis ist 10.300, aber das Zeitalter beginnt erst 10.200. Wahrscheinlich irgendwas. 100 Jahre nicht viel ausmachen. Ja, also wie das Zeitalter schon sagt, Pyrdakor erkennt hier eine, ja, die neue Situation, die eingetreten ist im letzten Zeitalter. Wie wir ja alle noch wissen, hat die, haben die Meervölker nicht mehr die Kontrolle über, ja, über die Welt. Und gerade die Echsen sind führerlos, sage ich mal. Die hatten ja auch das Problem, sie wurden dann auch noch relativ klein gehalten, damit sie natürlich keine Gefahr für ihre Herren darstellen. Was ist denn 10.300 passiert? Ja, also wie du schon sagtest, Pyrdakor realisiert ein Stück weit, es gibt so viele und in gewissem Einfluss von diesen Echsen, die, vielleicht ahnt ihr auch schon, dass hier die große Macht dieses Zeitalters werden und er biedert sich denen so ein bisschen an, ja, aber natürlich sieht er das anders, er möchte sie für sich gewinnen, aber auch so ein alter Drache wie Pyrdakor, der lernt und stellt fest, vielleicht war es auch nicht ganz so, er ist nicht ganz so schlau, wenn ich mich wieder hier als der Obermotz hinstelle und sage, ihr müsst mir alle folgen, sondern er versucht die Freundschaft zu gewinnen und beauftragt also Boten, die er dorthin entsendet, die ja auch in der Regel in die Form dieser Echsenvölker, wir haben es ja gerade alle gehabt von den aufrechtgehenden Triceratopsen bis zu den aufrechtgehenden Krokodilen erstellt oder eben passende Drachen entsendet, die dazu passen, womit er auch den Drachen mitgibt, pass mal auf, ihr Lieben, reist nicht dahin und unterwerft die, sondern zeigt euch als Freunde. Also tatsächlich ändert Pyrdakor auch so ein bisschen seine Strategie. Nichts anderes aber will er am Ende wieder, dass sie ihn anbeten als, ja, idealerweise als Gott sogar. Den größten Erfolg, so heißt es, hat er bei den Leviathanim. Das finde ich persönlich immer sehr spannend, weil das eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, wie so auch, ja, ich sag mal, der Power-Level sich in Aventurien geändert hat. Also die Leviathanim, heißt es, waren zu dem Zeitpunkt Kriegssklaven der Zeliten. Und wenn man sich so einen Leviathan vorstellt, also eine 3-4 Schritt aufrechtgehende Echse, die viel mehr Schaden macht als ein hochstufiger Krieger, sag ich mal, viel mehr Lebenspunkte hat und auch noch zaubern kann mit Kampfzaubern, dann ist das heute ein ultimativer Endgegner für eine Gruppe Helden. Ja? Das war ein Kriegsklave zu dem Zeitpunkt. Also man sieht irgendwie, der Power-Level geht so ein Stück runter in Aventurien, ist sicherlich auch ganz gut für einen generischen Helden, aber das finde ich eine ganz spannende Entwicklung über die Zeitalter tatsächlich. Ja. Ja, und Pyrdakor kommt zugute, dass er ja schon im vorangegangenen Zeitalter auf seinem Inselreich Vertreter verschiedener Völker, auch der Echsenvölker, um sich versammelt hat, sodass er eben genau jedem Volk auch Leute schicken kann, die diesem Volk oder dieser Gemeinschaft angehören, sodass er oft gar nicht selbst erst in Erscheinung treten muss, sondern eben über seine Vermittler zu ihnen Kontakt aufnimmt und dadurch, wie Raphael gesagt hat, eben diese vereinzelten Echsenreiche, die jedes für sich zwar sich etabliert hatten, aber die wenig Gemeinsames hatten, so Stück für Stück an sich binden kann. Ich stelle mir das auch so ein bisschen eben schleichend vor, dass so ein stückweise Austausch von Wissen und Zusammenarbeit und irgendwann fließt das alles zusammen und unterstützt eben seine Herrschaft und macht ihn damit sehr mächtig innerhalb dieses Zeitalters. Und was ich ganz interessant finde, eben, dass man diesen Wechsel bei Pyrdakor sieht, denn es heißt, bei denen ist Grechim, ich halte es mal einfach, sagt man, sein Werben trifft er nicht auf Erfolg und erst als er ihn anbietet, sie mehr in die Geheimnisse der Elementarzauberei einzuweihen, da folgen sie ihm auch. Wenn ich mal das mit dem Pyrdakor der vergangenen Zeitalter, also wie ich ihn mir vorstelle zumindest, ne, da hätte der wahrscheinlich mit Feuer und welchen Elementen auch immer einmal dieses Grechim niedergebrannt und gesagt, was wollt ihr hier eigentlich? Er wird milde, hätte man fast sagen können. Oder er erkennt eben, ich muss noch meine Strategie wechseln, um diese Echsen hinter mich bringen zu können. Ja. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt im Zeitalter. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, 9541. Ja, nicht 42, nicht 40, sondern 41. Da war nicht der Tag dabei. Ja, das stimmt allerdings, ja. Schande. Schande für die Historiker. Das wollen wir in den nächsten Jahren besser sehen. Und ich fürchte, im 11. Zeitalter werden wir es auch sehen. Aber mal schauen.
Und zwar auf den untergegangenen Zeliten-Vorposten am Ufer des Alten Meers gründen die Jahara die Stadt Zetar unter der Herrschaft des mächtigen Jarha-Zauberers Sudnaf. So, was hat denn der so gemacht? Oder was hat er denn da für ein Reich hergestellt, der Sudnaf? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich würde es mal Sudnaf aussprechen, mit einem etwas langem S sozusagen vorne, langem scharfen S. Ja, auch das ist natürlich ein, da gibt es auch einen kleinen Kasten, glaube ich, zu, aber das überrascht auch nicht. Sudnaf, das kommt einem doch irgendwie doch mal bekannt vor. Und die Namensähnlichkeit zu Satinaf ist tatsächlich, ist ja üblich, ehrlicherweise. Ne? Nehme ein exotisches Wort und ergänze Vokale und man kommt auf bekannte heutige Worte. Also Sudnaf kann man zu Satinaf schnell umformen. Und bei Satinaf denken wir ja alle an die Zeit. Und tatsächlich heißt es, dass Sudnaf der mächtigste sterbliche Zauberer seiner Tage war, der sich insbesondere mit Zeitmanipulationen auskannte. Und wenn wir jetzt auch noch weiter mitbekommen, dass er auch zwei Kinder hatte, die ebenfalls eigene Städte gründeten und die heißen Imrs und Ftas, dann biete ich euch wieder meinen Logik von gerade an, ergänzt Vokale und kommt auf, ja nicht ganz, Imra zumindest und Fatas allerdings, da klappt es wieder. Auch das hören wir im Zusammenhang mit Satinav, kennen wir aus der heutigen, und zum heutigen Abiturien ganz gut, ja. Ich habe noch nicht angekündigt, was er machen, aber ich wollte eine dramatische Pause machen, ob David vielleicht einspringt. Also, aber ich bin dir so gebannt gefolgt. Ich alles klar. Würde nicht schnell genug reagieren. Genau. Ganz spannend ist übrigens, und vielleicht ist das sogar ein Zeichen, jetzt, wenn ich mal so interpretiere, warum die Daten so ganz genau hier auf die Jahreszahl angegeben sind, weil es so ein Zeitmanipulator ist, hat das vielleicht eine andere Aussage, als wenn man es nur mit ungefähr macht. Ne? Und ja, tatsächlich führt er ein großes Ritual um 9304 oder im Jahr 9304 vor Bosbarans Fall durch, wo er in den Verlauf der Zeit eingreifen will und überschreitet damit dummerweise das Gesetz oder die Grenze dessen, die K der Welt vorgegeben hat. Und ja, ich mach einfach mal weiter, du ergänzt David, wenn du was willst. Ne? Ja, er reist also zurück, das heißt, er erreicht den Nullpunkt der Zeit. Also wirklich das Entstehen der Götter wahrscheinlich. Und das passt aber K nicht. Und deswegen schnappt sie sich ihn und seine beiden Kinder und kerkert sie genau dort ein und sagt, ihr müsst ab jetzt über den Fluss der Zeit wachen, dass er niemals wieder manipuliert werden kann. Ja, wir haben K ja auch als jemanden kennengelernt, der eigentlich eine sehr zurückhaltende Entität ist und wirklich nur dann eingreift, wenn es unbedingt nötig ist, das deutet auch darauf hin, dass da eben ja was am Werk war, was wirklich die Welt und den Kosmos, denke ich, in seinen Grundfesten erschüttert hätte, wenn es Erfolg gehabt hätte. Und ja, das ist, haben wir, glaube ich, auch gesehen schon in den vergangenen Zeitaltern, Kars Eingreifen wird immer seltener, je weiter die Welt voranschreitet. Es werden immer mehr Gesetzmäßigkeiten geschaffen und quasi Spielregeln, an die sich auch die Unsterblichen halten müssen. Aber es gibt eben immer wieder auch vereinzelt, sei es der Namenlose oder seien es die alten Drachen oder jetzt Sudnaf, dass ein Übertreten der elementaren Regeln tatsächlich auch gestraft wird von K und er dann doch eben auch persönlich eingreift und sehr, sehr endgültige Strafen verhängt und sehr langwierige. Und es beginnt dann direkt auch spannenderweise, also man könnte natürlich denken, das ist irgendwie ein abschreckendes Beispiel und man fängt irgendwie die Damnatio Memoria über Sudnaf, weil der hat was ganz Schlimmes gemacht. Es ist scheinbar eher das Gegenteil der Fall, denn die Jarara sehen zwar schon ein, das war jetzt irgendwie, also hat irgendwie den Zorn noch mächtigerer Wesen erlebt, aber es war auch eine ganz außergewöhnliche Tat und die Shinta erklären sogar Sudnaf dann zu einer Gottheit, der eben ja sowas Großartiges vollbracht hat, wie selbst an den Ursprung der Zeit zu reisen. Und diese Verehrung zieht sich dann eben fort auch durch andere Echsenvölker und auch bis in neueste aventurische Zeit. Es gibt eben auch Satinav-Kulte unter Menschen und unter anderen Völkerschaften. Und ja, das ist ja eine Verehrung, obwohl Satinav es nie gelingt, irgendwie einen Platz in Alvaran oder etwas Vergleichbares zu erringen, gelingt es ihm quasi doch nicht vergessen zu werden und dauerhaft eine Anhängerschaft oder immer wieder neue Anhängerschaften zu gewinnen, die seine besondere Leistung trotz seines Scheiterns am Ende ja so wichtig finden, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Ich mich so ein bisschen immer frage, also es ist eine philosophische Frage in dem Kontext, aber
woher, also ich stelle mir vor, Satnav nimmt seine beiden Kinder, stellt sich dahin und macht das Ritual der Zeit. Und wenn er dann wirklich ja zum Ursprung zurückreist und von K eingekerkert wird, dann erleben doch alle Zeitzeugen, da stellen sich drei Jarara hin und zaubern was und weg und kommen nie wieder. Wie kann irgendjemand überliefern, dass sie über die Zeit, das Experiment kann doch katastrophal schiefgelaufen, sie sitzen im Limbus und wissen nicht, wie es rausgeht, hätte wahrscheinlich denselben Außeneffekt. Also entweder er darf noch mehr eingreifen und kommunizieren, aber naja, gut, ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber das frage ich mich tatsächlich, wie kommt diese Überlieferung zustande? Ja, ich weiß nicht, gibt es da eine Antwort? Weißt du eine Antwort, David? Oder? Nee, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Zeitparadoxon. Ja, das Beliebte, ja, es kann auch sein. Okay, aber gut. Jedenfalls so oder so, genau. Zeta ist jetzt ein bisschen herrscherlos in dem Moment, ne? Ich weiß nicht, ob du gerade überleiten wolltest, aber ich mach das einfach mal, denn tatsächlich, das ist ja die Stadt von Satnav gewesen und auch Zeta, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo mal gehört, ist halt eine besondere Stadt gewesen. Jetzt kommt so ein kleines Machtkämpfe zustande, Allianzen werden geschmiedet, die Jarara übernehmen so die weltliche Herrschaft und stellen sich mit den Shintre-Priestern auf eine Stufe, die wiederum den klerikalen Aspekt haben und ganz interessant aus meiner Sicht, insbesondere damals den Pepris-Priestern, wo ja auch wieder nichts anderes als der gute Herr Praios hintersteckt. Also das ist ja ehrlicherweise immer so ein bisschen, wenn man heute an die Echsen denkt, denke ich am wenigsten an Praios. Es gab damals zu dem Zeitpunkt auch eine mächtige Priesterschaft des Praios, die auch, wie es so gewohnt, wie wir es von Praios kennen, auch in den Echsenreichen einfach an der Macht mit war. Ne? Und gleichzeitig ist es so, wir kennen ja bei DSA auch gerade durch diese klare Regeltrennung diese Unterscheidung zwischen karmaler Kraft, göttlicher Kraft und astraler Kraft, Zauberkraft. Und in aller Regel beherrscht auch eine Heldin oder ein Held bei DSA eben das eine oder das andere. Und im 10. Zeitalter wird nochmal ganz deutlich gesagt, dass für die Echsen dieser Unterschied eben nicht so klar war. Es wird sehr stark vermischt, was quasi Priesterschaft und ja Zauberkaste angeht, sodass man gewissermaßen Zaubererpriester hat. Die können alle herausragende Dinge tun übermenschliche Dinge tun. Und woher sie diese Kraft beziehen, ob das nun Mardas Gabe in ihnen schlummert, ob sie magisch begabt sind oder ob da eine Gottheit ist, die ihnen diese karmale besondere Kraft verleiht, das ist für die Echsen scheinbar gar nicht so entscheidend, sondern es genügt, dass die über besondere Kräfte verfügen und deswegen vertraut man ihnen auch an, dass sie eben ja kluge Entscheidungen treffen und würdige Anführer und Priester sind. Das ist was ich auch nicht so richtig mit Praios zusammenbringe, ne, der ja eigentlich für sehr klare ordnende Strukturen ist und eine sehr strikte Trennung von Zuständigkeitsbereichen und ja auch eher kritisch der Magie gegenübersteht, wie wir es ja auch schon in den vergangenen Zeitaltern mit Mardas Frevel zum Beispiel festgestellt haben, wo er ja die Gottheit ist, die oder der unsterblich ist, der sehr stark sich auch für das Strafende einsetzt und eben ja der erklärte Gegner dessen ist, dass die Magie in die Welt kommt. Gut, dann schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt mit den Priestern und den Zauberern und naja, mal schauen, wie sie sich denn irgendwann auseinanderdividiert werden. Aber jetzt kommen wir zur ersten menschlichen Hochkultur. Die Sumura, wie sie sich selber nennen. Und Raphael hat es ja schon gesagt, um 10.000 vor Bosporas Fall sind sie unter Protektion von unserer guten Chronistin. Was ist denn da passiert? Also erstmal ist ganz spannend, wie ich finde, wir sind ja jetzt in der Historia, in der Erzählstruktur ein bisschen gewechselt, in der Erzählperspektive und plötzlich, wer immer hier der neue Chronist ist, sagt, dass Chalven, wie David schon ausführte, an diesem Gebirge Chalvens Thron lebt und eine, wie heißt es, nicht besonders mächtige Unsterbliche ist. Also die gute Chalven, die uns ja wirklich vom ersten Zeitalter an begleitet hat, zählt in ihrer Liga vielleicht eher zu den Abstiegskandidaten, nenne ich jetzt mal den Sportvergleich gezogen. Allerdings findet sie Gefallen an diesen quirligen Sumurern, wo es auch heißt, ja, das sind wahrscheinlich so die Nachfahren von diesen Wulfen, die wir vor vieler Zeit mal hatten. Die sind nämlich sehr schnell, sind zwar kurzlebig, aber sind sehr schnell lernend und deshalb sagt, ja,
Halven, die lehre ich neue Sachen. Also sie bringt ihnen einiges bei und kann sogar, wie auch immer es passiert, aber die Sumura entwickeln sogar eine Art der Ritualzauberei. Also fangen an, erste zaubernde Menschen zu werden. Sie beten neben Halven noch, oder sie verehren Halven als Göttin und haben noch drei weitere Riesen, die sie ja zumindest als Götter weiß ich nicht, aber als anbietungswürdig ansehen und unter deren Schutz sie stehen. Und ja, so an der Seite von vier Riesen, da lebt sich natürlich deutlich ruhiger. Vorteil eben dieser Sumura gegenüber den Echsen ist, dass sie nicht diese Temperaturanfälligkeit haben. Ne? Und das stelle ich mir, auch wenn es nicht explizit beschrieben ist, so ein Gebirge mit einem Halvens Thron stelle ich mir schon vor, dass es ähnlich wie der Rastuhl 2 vielleicht auch ein paar schneebedeckte Gipfel haben wird oder sowas. Das ist natürlich für die Menschen besser zu erreichen als für die Sumura, als es für die Echsen ist. Und bietet auch genau einen Rückzugsort, wenn die dann nochmal kommen, dann kann man sich bei Nacht, wenn es so richtig kalt wird, in die Höhlen zurückziehen und weiter nach oben. Und ja, so ist man, auch wenn die Riesen gerade mal beschäftigt sind oder schlafen, doch einigermaßen sicher vor den übermächtigen Echsenvölkern. Ja, und auch die Menschen lernen dann, oder dank Halven erlernen die Menschen erstmals dann auch Zauberei für sich zu nutzen. Noch nicht in der Komplexität und der Machtvollkommenheit, wie das die exischen Völker tun. Aber es wird hier berichtet von Ritualen, also einer Form von Ritualzauberei, die eng mit Astrologie verknüpft ist und die ja selten sofortige Effekte erzielt, aber eben durch das ja gemeinsame Wirken in der Gruppe und das planvolle Nutzen bestimmter Sternkonstellationen, das gemeinsame Arbeiten eben auch große Wirkung erzielen kann. Und die Menschen sind auch, scheinen auch so ein Stück weit auch abseits der Magie kulturelle Techniken zu erlernen, also Werkzeugherstellung und weitere Dinge, die sie so in den vorangegangenen Zeitaltern noch nicht hatten, wo sie zum Beispiel als Schwesternvolk der Wulfen unterwegs waren, aber dann eben mehr auf einer sehr einfachen, primitiven Weise existiert haben. Und dann kommen wir zum Jahr 9642. Und es ist so, es gab eine Prophezeiung der Giganten und einige Sumura machen sich auf den Weg nach Westen, um ein neues Siedlungsgebiet ohne exische Bedrohung zu suchen. Und am Fuß des Rastulwalds werden sie von einem Riesenlindwurm angegriffen. Und obwohl sie dem Drachen entkommen, werden sie dabei getrennt und einige dieser Flüchtlinge, die in den Wildnis des Rastelwalds niederlassen, werden zu den besagten Tulamiden. Was macht denn die größere Gruppe? Ja, vielleicht vorweg, das hatten wir so ein bisschen unterschlagen vorhin auch, ne? Wir hatten schon immer anklingen lassen, aber Halvens besondere Gabe ist eben, dass sie prophezeien kann, dass sie Dinge voraussehen kann. Und das ist genau hier eingetreten. Sie hat was auch immer ihnen geweissagt. Zumindest war das offenbar so beeindruckend, dass eine Gruppe dieser Sumura sagte, ja, wir suchen neue Siedlungsgebiete, wir machen uns neu auf. Und diejenigen, die eben nicht zu den Tulamiden werden, die ziehen weiter nach Westen und erreichen schließlich die Westküste und beschließen, Schiffe zu bauen und Aventurien zu verlassen. Also, ja, also was immer die Prophezeiung war, sie muss sehr weitreichend gewesen sein, dass man sich einmal durchs ganze Land schlägt und dann noch Schiffe baut und irgendwo in den unbekannten Westen segeln möchte. Vielleicht hat Calvin ja tatsächlich ihren eigenen Untergang vorhergesehen oder eben den Untergang auch dieses Landstrichs, der früher die Landbrücke bildete zwischen dem Festland und Maraskan, dass so dieses Weltuntergangsszenario die Leute wirklich dazu gebracht hat, möglichst weit weg, wenn wir irgendwo einen Ort finden wollen. Ja, das klingt zumindest, ist ein plausibler Grund. Würde vielleicht noch ein bisschen, ich überlege gerade immer, warum Halven da nicht selber aufbricht, aber wahrscheinlich fügt sie sich sogar selbst dem, ne, als Prophetin und sagt, ja, was kann ich ja auch nicht mehr verhindern jetzt. Ne? Aber genau, jedenfalls diese Leute wollen eigentlich gar nicht lang bleiben, sondern sagen, komm, wir brechen direkt auf und fahren weiter nach Westen, bauen ihre Schiffe. Aber am Tag, bevor die Abreise ansteht, kommt ein großer Sturm auf, zerstört einen Teil der Flotte. Flotte ist ja ein bisschen übertrieben, also es sind eher primitive Fahrzeugboote gewesen, sag ich mal. Daraufhin sagen einige der Sumura, das ist ein Zeichen, wir bleiben lieber hier. Der Großteil segelt tatsächlich ab und erreicht auch viele Jahre später das Güldenland, ne, als neuer verheißener Ort. Die da bleiben, einige Dutzend, schwierig daraus eine Zivilisation aufzubauen, aber so weit kommt es tatsächlich auch gar nicht. Diese einige Dutzend, gründen ein Dorf, Nykea,
Ja, hat man erstmal nichts von gehört. Also ich habe es vorher nichts von gehört, bevor ich die Historia gelesen habe, ehrlicherweise. Sagt uns auch nicht viel. Was man eben sagen kann schon, das ist die Lage, wo später Belhanka liegen wird, ja, im Wesentlichen. Ne? Da ist dieses Nykäa, das wird von ihnen gebaut. Natürlich, ja, das weiß man vielleicht auch schon, im heutigen Horasreich waren die Echsen natürlich sehr umtriebig. Das heißt, das geht nicht lange gut und irgendwann werden die Leute von den Echsen entdeckt, auch wenn sie sich noch so gut verbergen wollen. Und anfangs kann man sich tatsächlich auch auf eine mehr oder weniger friedliche Koexistenz einigen mit Tributabgaben und ja quasi Unterwerfung unter die Oberherrschaft der exischen Völker. Aber das, das ist ja die Frage der Zeitdimension. Es geht für einige hundert Jahre gut, was ja eigentlich eine lange Zeit ist in menschlichen Lebenszyklen. Aber nach so ungefähr 500 Jahren ist es dann doch so weit, dass die Echsen sagen, das ist, sie gewinnen eigentlich keinen großen Vorteil daraus und sie zerstören Nykäa und alles, was drumherum noch gewachsen ist und versklaven die überlebenden Menschen und beenden damit quasi diesen dünnen Keim menschlicher Zivilisation an der Westküste erstmal wieder. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass man tatsächlich schon sieht, ne, dadurch, dass der Kontinent ungefähr die Form hat, die ja auch dann in späteren Zeiten noch hat, dass man eben so Verortungen auch machen kann und eben sagen kann, das ist an der Stelle, wo später mal Belhanka ist. Ich finde, das macht alles so ein bisschen greifbarer. Man kann es sich auch besser vorstellen, als wenn immer nur von Gebirge im Norden und Meer im Süden und Dschungel im Westen die Rede ist. Das macht das so ein bisschen, verknüpft das für mich auch stärker mit dem gegenwärtigen Aventurien, weil irgendwie die Bezüge da sind und auch geografisch man sich eher reindenken kann, wie auch Entfernungen sind und wie auch das Klima vielleicht mal gewesen sein kann an der Stelle. Ich finde das super hilfreich, immer als Spielleiter auch. Ne? Wenn man sowas liest und wer jetzt das gelesen hat, kann sich überlegen, war cool, beim nächsten Belhanka-Abenteuer, wer weiß, ob irgendwo im Boden noch so eine alte Steintafel zu finden ist, auf der eine Chalvin-Prophezeiung niedergeschrieben ist. Ne? Also ist absolut sinnvoll, könnte passiert sein. Ja, und wer das macht, kann das also jederzeit aufgreifen. Solche Hinweise finde ich als Spielleiter immer sehr hilfreich, weil man da ein paar schöne Ideen für Kleinigkeiten draus machen kann. Ne? Ja, also Aventurien ist ja gut beschrieben, aber es ist doch, man kann hier und da immer noch sich austoben, was man ja grundsätzlich eh immer kann. Gut, 9149, die Echsen machen die Sumura nieder und dann haben wir aber noch Atal, da habe ich am Anfang gesagt, eine Insel und diese wird zu einem Schmelzpunkt der Kultur. Alle Wesen, die als Sklaven dorthin verschleppt wurden, haben natürlich ihr Wissen und ihre Sitten mitgebracht. Und natürlich ist jetzt das die Gelehrsamkeit nicht mit der auf Pyrdakos-Insel zu vergleichen. Aber es vermischt sich viel und hier und da einige kommen aber, also es ist interessant. Einige kommen auch mit dem ganzen Zusammenleben nicht klar. Und was machen die denn? Und zwar die Mare selbst. Was machen die Mare denn? Ja, das sind die blauen Mare, die wir ja schon aus dem vergangenen Zeitalter kennen und die ja ihren ursprünglichen Lebensraum auch verloren haben im 9. Zeitalter und die das aufgebaut haben und so ein Stück weit auch, wie ich es verstehen würde, die Basis dieser Hochkultur dann bilden, die dort entsteht, die aber gleichzeitig selbst auch so ein bisschen schon eine vergehende, eine sterbende Rasse sind. Die werden immer weniger, teilweise entwickeln die auch so ein bisschen so Spleens und Ticks, habe ich den Eindruck. Die lassen sich dann zum Teil einmauern und kommunizieren nur noch durch kleine Öffnungen in ihren Häusern mit ihren Dienervölkern oder ziehen sich komplett zurück in entlegene Gebiete. Und helfen quasi noch am Anfang beim Aufbau dieses Reiches, werden dann aber, also mich hat das ein bisschen vielleicht an die Elfen in der aventurischen Gegenwart, die auch so ja immer mehr sich entweder zurückziehen oder eben auch weniger werden, ein Volk sind, was noch über viel verborgenes Wissen verfügt, was aber nicht mehr so stark selbst Einfluss nimmt. Und das führt dann dazu, dass eben die Dienervölker oder ehemaligen Dienervölker dann selbst eine aktivere Rolle wahrnehmen und auch altes Wissen, alte Zauberei, alte Möglichkeiten übernehmen und auch in diesem Archipel, wo diesen vielen Völkerarchipel
stärker dann dominieren mit der Zeit. Ja, und dann passiert etwas im Jahre 9112 vor Bostorans Fall. Und zwar im Gebirge inmitten Aventuriens, das Gebirge bezeichnet man heute als Salamandersteine, öffnet sich ein Sphärentor. Und wir wissen, was passiert, wenn Sphärentore kommen. Meistens kommen Dämonen raus, in dem Fall sieht es aber besser. Also es gibt auch Spieler, die das so bezeichnen würden, aber nein. Es treten zumindest neue Gestalten plötzlich auf und es sind die Elfen, die Aventurien betreten, die später erstmal Lichtelfen genannt werden. Und von der Zeit einzuordnen, finde ich das auch ein sehr bemerkenswerter Punkt, denn ja, das ist gerade mal 10.000 Jahre her. Die Orks gibt es schon seit mehr als 20.000 Jahren zu dem Zeitpunkt. Ja, jetzt erst kommen die Elfen zum ersten Mal nach Aventurien. Die Sumurra sind damit auch länger dabei. Also die Tulamiden oder ihre Vorgänger gibt es länger als die Elfen. Das ist schon auch kein übliches Fantasy-Setting. Ne? Oft ist es ja, wenn man sich mal Tolkien anschaut, dann sind die Elfen irgendwie immer schon da gewesen. Hier ist es tatsächlich schon anders in Aventurien. Es ist nicht ganz klar, wer dahinter steckt, aber Simia ist sicherlich ein Name, der da gehandelt wird. Ne, das ist das Gebirge gilt als seine Domäne. Simia hatten wir ja schon ein paar Mal in den vergangenen Zeitaltern gehabt. Und ob er jetzt dieses Tor geöffnet hat oder wie auch immer, weiß man nicht. Aber die Elfen entstehen und haben auch rund in den Salamandersteinen damit etwas geschaffen, was anders ist als sonst in Aventurien, was ein bisschen Kars Gesetzen widerspricht, das Salamandra, was eben anders funktioniert. Und was auch bis heute ein spannender Punkt ist, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister bei den Spielerinnen und Spielern, was die Elfen angeht, sie machen einfach einige Dinge anders. Und auch es gibt viele Dinge, die kann man bei den Elfen besser oder anders erklären und man kann ihnen so ein bisschen was Mystischeres zugestehen, weil sie eben diese Salamandra haben, weil sie nicht den normalen Weltlogiken überall bei gehorchen. Ja. Ja, und genau, Simia ist auch jemand nicht ohne Einfluss in diesem Zeitalter, denn er hat einen der 12 Sitze in Alvaran. Er ist für das Element Feuer zuständig, das in den letzten Zeitaltern immer wieder mal gewechselt hat in der Hoheit der Zuständigkeit. Und zählt eben damit zu den 12 Göttern, die wir, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, schon ein gutes Stück sich dahin bewegt haben, wo wir sie als DSA-Spieler im gegenwärtigen Zeitalter kennen. Aber zu dieser Zeit ist eben Simia auch einer von den 12 entscheidenden Unsterblichen in Alvaran. Genau, die Elfen werden angeführt von einer Elfenfrau, die sich, oder die Madaya genannt wird. Und auch der sind wir sicherlich, also mindestens diejenigen von euch, die hoffentlich auch, und das sind hoffentlich zahlreiche, die Sternträger gelesen oder gar gespielt haben, da taucht die Gute ja auch auf, denn Madayas Träume ist etwas, was uns bis heute begleitet bei den Elfen. Ja. Ja, gut. Dann sind die Elfen jetzt da. Aber bevor wir zu der wichtigsten neuen Rasse und kommen, kommen wir noch vorher zu den Ulet Ash-Shebar. Was war denn der? Wer war denn das? Das haben wir schon mal gehört. Genau, das ist der Drachenorden, der uns schon in mehreren der vergangenen Zeitalter begegnet ist. Und das ist so, also man kann ein bisschen den Eindruck bekommen, das ist so die ganz große Verschwörung hinter allem, der Geheimbund, der heimliche Orden, der sich durch alle Zeitalter hindurch irgendwie am Leben hält und der auch immer wieder mal so seine Stoßrichtung, hat man den Eindruck, so ein Stück weit ändert, der zerfällt mal in kleine Splittergruppen, wächst dann wieder zusammen oder es gibt so verschiedene Ebenen, das die offizielle Ordensagenda und die versteckte Ordensagenda. Und im 10. Zeitalter ist es so, dass der Drachenorden tatsächlich wieder durch die vorangegangenen Verwüstungen auch und Geschehnisse zerfallen ist in verschiedene kleinere Kleinorden und Bünde und Splittergruppen. Und das ist aber für den Orden trotzdem eine wichtige Zeit, weil da einige Gestalten zum ersten Mal auftreten, die also auch bis in das gegenwärtige Aventurien noch hinein wirken und die wieder so ein bisschen die Stoßrichtung des Ordens ein Stück weit verändern mit dem Endziel, also das wird auch gleich eine gute Überleitung zu dem folgenden Volk, der Herrschaft der Drachen über den Kontinent, der dauerhaften Herrschaft der Drachen. Und das Ganze geht auch nicht ab ohne Intrigen und Mord innerhalb des Ordens.
Nee, man kann höchstens, es sind ja zwei Namen, die hier fallen. Die Ordensoberin ist die Mantrake, ist glaube ich der Singulane, Jalstene ist da benannt und ihre Gelegeschwester Malgora. Und den beiden kann man tatsächlich auch oder konnte man vor einigen Jahren begegnen im Rahmen der Drachenchronik oder bei dem Drachen, sagen wir es, glaube ich, Computerspiel, was erschienen ist. Also das sind tatsächlich auch, kommen wir weiter in der Geschichte so, dass man hier Personen benennt, die im heutigen Aventurien noch unterwegs sein können oder zumindest als Drahtzieher irgendwo im Hintergrund was machen. Und genau, wie du schon sagtest, diese Trennung wird vollzogen. Offiziell ist der Bund aufgelöst nach einigen Jahren, aber im Geheimen wird er weitergeführt und ja, streckt auch in der heutigen Zeit noch die Finger nach Aventurien aus. Um die Drachen zu fördern. Und dann überleite ich jetzt mal, gibt es ja wunderbar zum Glück ein Volk, was mit Drachen nicht ganz so viel anfangen kann. Das ist der Moment, auf den Dennis gewartet hat, seit 9 Zeitaltern und 14 ja, Folgen. Genau. Und wir halten uns jetzt mal beide zurück, David. Also im Jahre 9017 ist das Jahr, in dem Ingrim erneut eine eigene Rasse erschafft und die er dem Einfluss des Praios vorenthalten will, die Zwerge. Er verleiht ihnen die Fähigkeit, ohne Sonnenlicht auszukommen, sodass sie in den Höhlen tief unter der Erde wohnen können. Und die Zwerge haben den Vorteil, sie beginnen ihr Dasein schon als Hochkultur. Nicht so wie andere Kulturen, die das erst langsam sich erarbeiten müssen. Die Zwerge sind schon eine Hochkultur. Sie kommen mit vielen Fähigkeiten, schon nach Deere. Denn es heißt, Ingrim habe hier in der Hohlwelt Tarun schon Erfahrungen gesammelt. Und er benutzt hier auch seine Zyklopen als Vorlage, lässt sich aber vom Körperbau an einigen Stellen wohl auch vom anderen Rassen hier inspirieren. Er gibt ihm kleinere Körper, damit sie unter der Erde besser zurechtkommen, geschicktere Hände, Angrosch. Oder auch Ingrim liebt ja die Handwerkskunst und vor allem das Schmiedehandwerk und sie bekommen größere Geduld. Und hier ist es so, dass einige weniger freundliche Beobachter meinen, dass es ja die Geduld eigentlich eine Dickköpfigkeit ist. Aber das ist es natürlich nicht, es ist Geduld. Und die ersten 16 Zwerge, gibt es, das sind 8 Urväter und 8 Urmütter, siedeln sich nach ihrer Erschaffung im alten Lumania-Bauten im Eisenwald an. Und sie erweitern das natürlich nach ihrem Geschmack und wenige Jahrhunderte später, also für ein Zwergenleben, kurze Zeit später, ist doch von dem insektischen Ursprung dieser Höhle nichts mehr zu sehen und damit wir die Namen auch nochmal der Stammeltern der Zwerge nennen können, ist es einmal Furralm und Xorda, Broga und Naugrima, Abosch und Ingrala, Gurta und Borgime, Aboralm und Agresha, Xoldarim und Torgima, Kuroban und Jormune. Und jetzt hier gibt es schon ein Ordoman der Kühne, der einzige hier mit einem Zusatznamen und Moraxa. Und wir werden, wie viele von denen kennst du? Also im Sinne von, hättest du gesagt, ja, die kennt man doch. Ja, natürlich kennt die jeder. Okay. Also ich oute mich, 3 von denen sagen mir was. Ja, Broga, klar, kenne ich, Aboralm und Ordamon. Die sind mir über den Weg gelaufen. Also, okay, persönlich habe ich sie jetzt noch nicht getroffen, aber gut, und in diesem Jahren, mit dieser Jahreszahl hier 9017, wird unser Podcast jetzt eine Pause machen und das nächste Mal werden wir dann mit 9000 vor Bosbarans Fall weitermachen. Je nachdem, wie groß die einzelnen Kapitel sind, machen wir dann bis 8000 oder bis 7250. Oder bis 5500, das wird sich dann in der nächsten Folge ergeben. Möchtet ihr noch etwas ergänzen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Aus meiner Sicht nichts.
Genau, wir sind jetzt eben da, das hatten wir auch von vorher besprochen, gerade wenn man sich das Buch so anschaut, die Themen werden jetzt einfach kompakter, deswegen müssen wir die Zeitalter in kleinere Stücke schneiden und ich glaube, ist auch angenehmer als, also für uns sicherlich, wenn wir hier so einen 4-Stunden-Marathon machen müssten und so zuhören vielleicht auch. Ja, es wird, und das wird alles so ein bisschen, ne, es wird alles so ein bisschen konkreter. Man kann dann eben auch sagen, da passiert mal 500 Jahre nichts, während man vorher immer so das Gefühl hat, es gibt so ganz vage Zeiträume, die vergehen oder auch nicht vergehen, die man aber schwer in Zeit quantifizieren kann. Und ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen, also die Dinge, die wir jetzt heute schon behandelt haben und die jetzt auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich kommen werden, die sind viel stärker nochmal verbunden mit gegenwärtigen aventurischen Ereignissen, also mit Dingen, die auch in Abenteuern eine Rolle spielen, die man auch am Spieltisch dann erleben kann oder erforschen kann und die auch Aventurien, so wie wir es kennen, am Spieltisch auch stärker geprägt haben nochmal als die Ereignisse, die eher so in dem, ich nenne es mal das mythische Zeitalter, in der Vorzeit stattgefunden haben. Und das ist eben auch eine Zeit, an die sich die Völker und auch die Helden tatsächlich noch durch ihre Überlieferungen erinnern können. Also ein Zwerg oder eine Zwergin könnte eben bestimmt die Namen der 8 Stammväter aufzählen oder die Elfen wissen ganz genau, wie das war, als ihre Vorfahren, die Lichtelfen, aus dem Licht getreten sind, das mit Madaya war. Das heißt, da ist auch eine stärkere Verbindung da einfach zu den Lebewesen, die Aventurien in der Gegenwart befördern. Ja, es wird also spannend. Okay, dann ich danke euch nochmal für eure Expertise. Euch da draußen, ich weiß, ihr habt auch hier und da immer mal uns Nachrichten geschrieben, unter anderem Stefan, das war jetzt leider schon Ende November. Er ist noch Frischling in der DSA-Welt oder war es damals. Und er ist ein leidenschaftlicher Hexenspieler und würde freuen, wenn wir mal mehr auf Satuaria und Sumus eingehen. Haben wir teilweise ja schon mal gemacht. Ich würde sagen, wenn wir so das 10. Zeitalter abgeschlossen haben, dann können wir uns mal überlegen, ob wir noch so ein paar Sonderfolgen machen oder ob wir das im 11. Zeitalter machen. Aber wir werden sicherlich auf die ein oder andere noch mal genauer eingehen. Okay, dann danke euch beiden. Euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Und Fragen, Wünsche, Anregungen gerne einfach E-Mail, Facebook, Discord, wie auch immer, Brieftaube, berittener Bote. Wir sind erreichbar. Und falls ich mal irgendwie nicht direkt antworte, und ihr sagt, warum antwortet ihr nicht? Schreibt mir einfach nochmal an. Manche Sachen klappen leider mit meiner Zeitplanung nicht immer so, wie sie wollen. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zusammen. Tschüss, macht's gut. Nun sind die Runen geschmiedet.